es ist ja häufig so, es wird über uns gesprochen. Wir sind letzten Endes diejenigen, die das, die studieren, aber wir werden so wenig gefragt und eingebunden, und da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Ich bin nicht alleine mit meinen Ideen, ich bin nicht alleine mit meiner Begeisterung. Wenn man an der Hochschule isoliert ist, sieht man ja oft nicht, wo sind denn die Studierenden, die vielleicht eine Begeisterung für gute digitale Lehre teilen. Wir sind kritisch, weil wir was Bestimmtes wollen, weil wir eine Vision haben. Geht nicht, gibt's nicht, kann man sagen. Also es ist immer so, wenn man kommt mit einer Projektidee, dann wird erst einmal geguckt, wie können wir das möglich machen und mit wem können wir euch vernetzen, damit es möglich wird. Die ersten Ideen, die ersten Visionen, wie sowas passieren kann, sind tatsächlich schon da und es gibt sie schon. Also das heißt, wir kommen zusammen, 12 bis 14 TeilnehmerInnen, die erst einmal sich überhaupt nicht kennen. Man findet sich dann in Projektteams zusammen mit gemeinsamen Interessen und es kommt dann einfach unheimlich viel Input von außen, von HFD-Seite. Also man wird unterstützt, aber die Ideen werden einfach wahrgenommen. Ich glaube, wir sehen an vielen Stellen, dass Studis super kreativ sind, innovative Ideen haben, engagiert sind, dass sie wirklich ein großes Potenzial, Innovationspotenzial für Hochschulen bergen und dass sie die digitale Transformation an Hochschulen auch wirklich innovativ mitgestalten können, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen bzw. auf Augenhöhe eingebunden werden. Das heißt, da arbeiten wir ja mit Studierenden aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen, um Digitalisierung in Studium und Lehre mitzugestalten, Impulse zu setzen, die studentische Stimme laut hörbar einzubringen. Ganz grundsätzlich ist es einfach eine gewisse Unzufriedenheit mit Hochschulbildung, wie sie jetzt funktioniert und gelebt wird, die Studierende antreibt, was dagegen zu tun, und die sowohl in der persönlichen Situation vielleicht oder auch mit Blick auf das Große und Ganze wahrgenommen wird. Aber es bleibt eben nicht bei dieser passiven Wahrnehmung der Unzufriedenheit, sondern Studierende wollen daran auch was ändern, haben selbst eigene innovative Ideen und auch Visionen darüber, wie Hochschule und Hochschulbildung aussehen kann und sollte. Also ich glaube, zum einen ist gerade dieses statusgruppenübergreifende Miteinander total zentral. Also so dieses Verstehen, wer kommt eigentlich woher, was sind da Bedürfnisse, was sind auch vielleicht auch mal Limitationen, aber wie können wir dieses Gemeinsame stärken und da auch als Team agieren. Und das funktioniert, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, einig, am besten statusgruppenübergreifend und gemeinsam. Wir aufgrund von Neugierde, aufgrund von Interesse lernen und eben nicht, weil wir es müssen und weil die Lehrperson sagt, wir sollen jetzt das und das lernen und als Belohnung gibt es eine Note, sondern eigentlich wieder zurück zu diesem ersten Lernverhalten. Ich lerne aus Interesse. Ich lerne, weil ich mich dafür interessiere, weil ich eine Frage habe und ich suche eine Antwort. Also das wäre so meine Vision von der Veränderung der Lernstrukturen. Einfach darum geht, Bildung für mich persönlich zu betreiben und nicht für den Arbeitsmarkt. Und da bieten natürlich maßgeschneiderte Micro-Credentials eine unglaubliche Chance. Und das ist ein wertvoller Kommentar, das nochmal so in diese Richtung auch zu lenken. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja dann auch in der lerntheoretischen Sicht, haben wir ein Feld in der Lerntheorie, wo eigentlich Lernen ja auch sozial funktioniert, wo Lernen emotional funktioniert, wo Lernen vernetzt funktioniert und wo Lernen projektorientiert funktioniert. Also auch irgendwie so jetzt als kritische Stimme eigentlich, was gegen den Begriff New Learning geht oder gegen den Begriff der Lerntheorie. Und da würde ich mal die spannende Frage stellen, wie sehen Sie das eigentlich? Ich studiere Informatik und komme aus einem Bildungsumfeld, in dem es jetzt schon gang und gäbe ist, dass große Firmen eben maschinell Bewerbungen auswerten und eben genau auf diese harten Faktoren schauen und gucken, welche Kurse wurden belegt, wie wurden diese Kurse bewertet. Also es geht immer mehr in Richtung
ich versuche das zu standardisieren, ich versuche das messbar zu machen. Und also das macht uns ja auch Sorgen als Studierende. Also Veränderungen gehen langsam und schwerfällig. Und auch im Medizinstudium, digitale Kompetenzen, du hast gesagt, KI, das kommt im medizinischen Alltag an, in der Diagnostik. Es wird nicht vermittelt im Studium. Richtig, wir sprechen alle Studierenden an, also wirklich unterschiedliche Fachdisziplinen, unterschiedliche Punkte im Studium, die vielleicht gerade in den Studierenden sich gerade befinden, ob das jetzt StudienanfängerInnen sind oder welche, die schon weiter im Studium fortgeschritten sind. Ja, dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle. Meldet euch gerne. Der Call for Digital Changemaker für den neuen Jahrgang läuft bis zum 10. Dezember. Wir suchen wieder eine schöne neue Gruppe von engagierten Digital Changemaker und freuen uns drauf, da richtig loszulegen zum Jahresbeginn. Also im Januar geht's los. Der Call läuft bis 10. Dezember.